ist schön. Die letzten Tage des Sommers, die ersten des Herbstes. So langsam wird es interessant, mal drüber nachzudenken, wo wir uns denn dann demnächst in den kalten Tagen aufhalten werden. Werden wir dann immer noch hier sitzen, vielleicht mit einer dicken Jacke, einer Thermokanne? Kann gut sein, ist aber tatsächlich nicht notwendig. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Druck auf unsere Politiker machen, dass all unsere Räumlichkeiten wieder freigegeben werden, in denen wir uns im Winter wohlfühlen. Und zwar so, wie man es erwartet. Ohne Mundschutz. Wir wollen ganz normal drin sitzen. Beim Bäcker, im Restaurant, in der Schule, überall. Und es geht. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir das anders tun sollten und handhaben sollten. Der einzige Grund, das weiterhin zu praktizieren, ist Unterwürfigkeit, Uninformiertheit. Der Glaube, dass unsere Regierung etwas Gutes mit uns vorhat. Aber ich bin völlig desillusioniert. Ich bin so misstrauisch wie noch nie in meinem Leben. Und ich gucke mir jeden Schritt dieser Leute an. Ich höre mir jedes Wort von denen an und denke immer nur, was tun die da? Was soll das? Wann kümmern die sich wieder um Infrastruktur? Um Bildung? Um Soziales? Tun sie nicht. Sie wollen sich als Corona-Helden feiern. Sind sie aber nicht. Werden sie auch nicht mehr. Was wir hier wirklich vor Augen haben, ist ein Menschheitsverbrechen. In welcher Größenordnung? Das werden wir in Zukunft noch sehen. Und jetzt fordern wir weg mit dem Mundschutz. Sofort. Überall. Außer da, wo er hingehört. Die Ärzte im OP-Saal können ihn meinetwegen weiter aufsitzen. Und bei der zahnmedizinischen Prophylaxe ist er wahrscheinlich auch angebracht. Aber sonst? Nirgends. Liebe Politiker, geht uns nicht mehr auf den Sack. Dankeschön.